Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece, Pirate Warriors 3 und Abenteuer auf der Insel Gottes. Why not, right? Was? Wieso können wir nur die 3 hier nehmen? Okay, interessant. Von mir aus, dann nehmen wir wohl wieder mal Sanji oder Luffy. Oder Sanji. Und geben ihm noch alle Münzen, die wir haben. Was uns noch nichts bringt. Okay. Gut. Das ist interessant. Glaube ich. Wieso nur die 3? Lysop, Sanji und Luffy. Die waren jetzt nicht in einer Gruppe da, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Doch, stimmt. Das waren die 3, die auf dem Schiff waren, ne? ノックアップストリームを捉え麦わらの一味は無事空島を到達。あ、そうです。ゴミシフ、あ、そうです。まだ、そうです。一方、エネルが支配する神の国だった。エネルは聖地アッパーヤードのどこかで空の民を常に監視しているという。一方、エネルと敵対する別の勢力もあった。彼らはシャンディアと呼ばれ、先祖伝来の地であるアッパーヤードを取り戻すためエネルに戦いを挑み続けていた。そんな状況下、 スカイピアの兵に不法入国の罪に問われたルフィたちは天の裁きを受けることになるのだった。ちょっと待って、何これ、何なの。どこかへ連れてく気だ俺たちを。見てみろ、大変だ、メリーゴーが連れて行かれちまうぞ。何さ、ロビンちゃん、 これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地アッパーヤードにいる神官たちの手で裁かれるのだ。おい、あいつらどこに行ったんだ。奴らの行き先は生贄の祭壇。助けたければアッパーヤードで試練を受けるしかない。仲間を返してほしけりゃ島に入ってきやがれ。 まあ、でも神官ってのをぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルもいらっしゃるのだ。うるせえ、まとめてぶっ飛ばしてやる。行くぞアッパーヤード。オッケー。 Yeah, natürlich, das waren die drei auf dem Schiff. 世界人が紛れ込んだか。好都合だ。神官どもを叩き崩すなら今しかあるまい。 Okay, interesting. Ja, auf jeden Fall sind alle da. Ja, stimmt. Zoro war ja bei den anderen. Ich dachte, der wäre auch noch auf dem Boot gewesen. Nee, Quatsch. Ja, wird Zeit, dass ich jetzt mal wieder One Piece anschaue, was ich gerade wieder von vorne tue. Von dem her. Zum vierten Mal oder so. Zum dritten Mal. Nee, zum vierten Mal dann. Auf jeden Fall. Ich habe ja so ein schlechtes Gedächtnis, deswegen ist es ganz gut. Ich bin ja immer wieder überrascht. So. Was machen wir noch? Wir können noch Fähigkeiten auswählen. Nö, passt alles eigentlich. Gut. Let's go. Stimmt, hier gibt's Seile. Ja. Sowas von. Dann nehmen wir halt erstmal Lysop, weil er gerade seine Heldenpower hat. Ah ja, das Level sieht cool aus. Und hat. Ah, schönes Terrain. Ich glaube, wieso sie das in den früheren Pirate Warriors wahrscheinlich nicht gemacht haben, weil die Kamera halt nicht auf unebene Gebiete wahrscheinlich ausgelegt war. Naja. Wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht schwer gewesen, das dann auch da schon einzubauen, aber. Cool, dass es jetzt dabei ist. Ich glaube, ich lasse die alle mal. Jupp. Ganz ruhig. Ich arbeite mich gerade vor. Ich weiß noch nicht, wo ich mich vorarbeiten soll. Da. Hier entlang. Ach Gott. Sanji, please. Ja. Kann ich da irgendwie hin? Ups, sorry. Hier entlang?
Ja, Tatsache. Moment, Moment, Moment. Ich möchte das Geheimnis mitnehmen, auf jeden Fall. So, besiegen wir den schnell, bevor die unser Gebiet kaputt machen, nach oben. Ah ja. Bam, bam. Ich spiele das im Moment mit einem Kumpel durch, der One Piece vorher noch nicht kannte. Also nur so vom Hörensagen her. Das ist echt interessant. Und nebenher schauen wir dann das Anime nochmal durch. Das ist ziemlich cool, mal das Ganze aus einer neuen Sicht zu sehen. Na egal. Zurück zum Schiff. Ja. Auf jeden Fall ist das Game sehr gut auf Koop ausgelegt, muss ich sagen. Also noch, wahrscheinlich sogar noch mehr als die vorherigen Teile. Einfach aus dem Grund, dass man hier sehr häufig die Chance hat, zwei verschiedene Wege zu gehen, mindestens. Manchmal sogar noch mehr. Und es gibt auch weniger Momente, wo man wirklich auf irgendwas warten muss. Also es gibt's immer noch, habt ihr ja auch schon gesehen. Beim Zweispieler-Modus würde man das mehr merken, theoretisch. Tut man es aber nicht wirklich. Shiren, Shiren, totoyakaku yuu ga, shoujiki ore ra ni wa mi ni oboe no nei hanashi. Da ga uke yo, sora kundari no kuso Shiren. Naze nara, kayowai lady 2人 wo mamoru no ga ore no yakume. Tsumari sou da. Kore wa koi no Shiren. Okay. Okay, von mir aus. Die Prüfung der Liebe. Ob das mit den anderen beiden eine andere Sequenz wäre? Kann gut sein. Ah, nice. Die sind alle, sehen alle noch ganz gesund aus. Dann kann ich hier mal die Leute tatsächlich unterstützen. Tatsächlich mal mitkämpfen. Neuer Kommentar kam, falls ihr das gehört habt. Bam, bam. Nice. Hoch, war ein bisschen zu hoch. Egal. Nehmen wir mit dem Rippenbrecher gleich mal noch die ganze Party hier auseinander. Naja, beinahe. Naja, das Schild schützt vor jeglicher Art von Schaden. Bestimmt oft mal. Bam. Bam. So. Daneben ist wohl gerade ein Piraten-Captain, das ist okay. Den treffe ich noch? Wie das denn? Ich glaube, also wenn das Kapitel jetzt im Kampf her so lang ist, wie ich mir das gerade so im Kopf vorstelle, dann ist es sogar kürzer als das Jaya-Kapitel. Also ich meine, es gibt... wir sind schon relativ spät in der Story, glaube ich. Oder? Ja. Und ich denke mal nicht, dass die Diener auftauchen werden. Die Priester, so rum. Moment. Die da unten brauchen, glaube ich. Hilfe! Ja. Komm schon. Dum, 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 dum. Was kommt jetzt? Shandiana. Oh. Für was braucht ihr denn Hilfe? Ihr kommt hier doch ganz gut allein, klar. Oh. Aber die kämpfen auch gegeneinander, von dem her stört mich das gerade mal relativ wenig. Gottessoldaten scheinen. Also, das sind ja die normalen Skypia-Marine. Skypiana-Armee, keine Ahnung. Die Gottesarmee gibt es ja auch noch. Ziegen. Bin mal gespannt, ob die noch auftauchen, aber das werden sehr viele neue Gegnergruppen. Das wäre cool. Weil davon gibt es hier noch sehr viel. Viel zu wenig. Vor allem, wenn man die Anfangsgebiete öfter spielt, merkt man das. Ich glaube, die schaffen den Rest auch alleine. Ich werde mich, glaube ich, jetzt da rechts drum kümmern. Vielleicht. Ja, die stehen hier schon. Denen ist langweilig. Wahrscheinlich soll ich einfach in der Mitte warten, bis das Event vorbei ist, dass sie da vorne sind. Aber egal. Das meine ich eben. Man kann jetzt schon weiterkämpfen. Ich weiß nicht, ob das Sinn machen wird. Aber Shandiana gibt es auch. I like that. Es gibt auf jeden Fall genügend Gegnergruppen an sich. Es wird nur halt sehr häufig die Piratengruppe verwendet. Was irgendwie Sinn macht, weil das ist nun mal die
das Hauptding, ne? Aber. Bam! Ja, das hat gereicht. Um das zu erobern. Das. Noch schnell mein Special aktivieren. Nami, du bist da. Kami no sumu shima, Upper Yard. Kono shima, masaka. Kore, mioboe aru desho? Chijou to onaji mono ga koko ni. Kono shima wa motomoto chijou ni atta shima nano ne. Sou. Koko wa hikisakareta shima no katawale. Kono shima wa Jaya nano yo. Dakedo yo, konna shima ga dou yatte? あの化け物海流しかないでしょう。馬鹿げた話かもしれないけど、かつて地上にあってノーランドが確認した黄金鏡は400年間空を飛んでたんだ。うわー！ありがとう神様！空島が黄金鏡だったなんて、これは私へのご褒美ね。なあおい。黄金鏡にはでっけえ金があんだよな。ノーランの日誌によると、そうね、確かにあると書いてあったわ。それならしたらひし形のおっさんにも聞こえねえかな。聞こえるよな。よし、俺は金を探すぞ。ナイス。Dann suchen wir mal nach der goldenen Glocke hier, auf jeden Fall. Ja, verdammt. Du konntest auch nicht sterben, ne? Dankeschön. Weiter geht's. Hier sind mir ein bisschen zu viele Gegner. Mein Geschmack. Au, 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 au. Okay, so. Oh, das wird danke, endlich. Ja, das sind mir etwas zu viele Gegner. Aber dann doch wiederum nicht viel genug. Macht das Sinn? Ja, ich glaube schon. Bei dem Spiel macht das Sinn. Okay, fangen wir mit Lysop an. Aber wir kämpften jetzt bisher auch noch gar nicht so richtig gegen Marine. Ich glaube, in Lostown waren die dabei, aber es gab noch kein Szenario, wo die wirklich so die Hauptgruppe waren, ne? Also von dem her, ja, passt schon alles. Schaffe ich das noch? Schneller, Lysop. Yes, nice. Bäm, das räumt auf. Alter, das ist so cool, wenn man alles plötzlich aufräumt. Okay. Hier mal noch. Why not, right? Ich muss sagen, Nami im letzten Teil spielte sich tatsächlich von den Charakteren, die wir bisher hatten, ja, zusammen mit Zoro am coolsten. Also von der Hauptstory. Von der Nebenstory vom Dreamlock, da spielt Buggy und Robin. Nicht Robin. Hancock? Wobei Hancock sich nicht so cool spielt wie in den vorigen Teilen, beziehungsweise wie. Doch in den vorigen Teilen, genau. Aber trotzdem noch ganz gut. Ja, das sollte ich mich drum kümmern. Will ich nicht verpassen. Wer? Du da. Nein. Ach, fuck. Das schaffe ich nicht rechtzeitig. Oh. Ach, come on. Danke, einer mal down. Come on, lass mich die Sonderbedingung noch erfüllen. Das war viel zu kurzzeitig. Wahrscheinlich war das schon seit Ewigkeiten und ich habe es noch nicht bemerkt, aber egal. Los geht's. Wo bist du? Nein. So, nice. Okay, machen wir es einfach mal so. Das sollte ihn brechen. Ja. Nee, bleib da bitte draußen.
Oh, Moment. Dankeschön. Schön, dass der dann immer schön richtig hingedreht wird. Und? Oh. Ah, Schatzereignis, gut. Merigo, Ambuschka. Ato de Masto Nauste Araneto. Nan no Otoda. Hunenio Tarmoine Hatzakoma. Kiriga Kakte Yoku Mienea. Tarada. Merigo Gasuzen Saretel. Kokuni Taraka Gaitanda. Na, Meri. Tja, wer war das wohl? Gute Frage. Ciao, Enel. Damit. Der und sein Spiel. Das ist doch kein Spiel, Enel. Also irgendwie. Wir helfen mal kurz. Was? Welche Basis? Die Basis. Ah, okay. Jojo, Navi, ich komme gleich zur Hilfe. Das reicht, glaube ich, aus. Dum, dum, dum. Nein, hat nicht ausgereicht. Ah, Luffy, du kannst ihn doch nicht einfach so überleben lassen. Danke. So, da komme ich nicht durch. Oh, so viele Leute. Und alle prallen schön voneinander ab. Bam. So. Achso, wir haben es gerade bekommen. Was ist denn das für ein Passiv, was da gerade läuft? Keine Ahnung. Scheint auf jeden Fall stark zu sein. Und Robin ist in Schwierigkeiten. Das heißt, wir helfen ihr mal aus, indem wir das Gebiet hier einnehmen. Nicht, ob das ausreicht, aber... Bam. So. Nice. Mehr Leute? Ich lasse euch mal Zeit zu spawnen, ne? Wenn ich mich einfach umdrehe und dann sind plötzlich wieder Leute da. Diese komischen Boxen finde ich immer noch irgendwie komisch, dass da einfach Leute rauskommen. Ich frag mich immer, was das denn sein soll. Na, Kaserne oder sowas. Naja. Dankeschön. Nice. Also wir haben es nicht mit vollen HP bekommen, aber egal. Robin. Machen wir es einfach so. Na gut, ich. Wenn du das so machst, dann. Treffe ich nicht. Okay, nice. Alle Suchpunkte wurden gefunden. So, sehr schön. Die Spawn ist für uns. Oh, Viper ist aufgetaucht. Ah, nice. Man zerstört hier ein paar der. Ihr wisst schon. Barrieren. Bam. Und Nami hat jetzt ihre Heldenfähigkeit. Das möchte ich natürlich ausnutzen. Viele Leute. Versuch. Dass ich noch bei der bin. Ah, das gibt ja so viel Kizuna-Leiste. Macht auch irgendwie Sinn, ne? Das ist die Freundesleiste und wenn man Freunden hilft. Boah, macht irgendwie Sinn. Bum, badam, badam. Ich will erstmal das hier ein bisschen aufräumen. Hey. Boah, Namis Support-Ding ist Hammer. Ja, definitiv stark.
Zack. Okay, weiter geht's. Viper besiegen, Viper besiegen, Viper besiegen. Ah. Ja, jetzt kommen überall Blitze runter. Das ist sehr hilfreich. Ja. Aktivieren wir den Nami auch gleich mal noch für uns. Nein. Mit einer Bazooka. Very nice. Jetzt haben wir dich. Schön wieder sein Kizuna aktiviert. So. Wie sieht's aus? Ein bisschen verwundbar. Nein, nicht verwundbar. Ich bin niemand damit erwischt. Also irgendwie fies. Manchmal sieht man nicht, dass die unverwundbar sind. Zumindest ich nicht. Also das mit den Leisten, das war ja schon im ersten Teil so mit den verschiedenen Phasen der Bosse und sowas. Aber wenn da nur eine Leiste ist und trotzdem gibt es einen Punkt, an dem man keinen Schaden mehr bekommt. Aber vielleicht gehört es zu seiner Spezialfähigkeit, ne? Egal. Bam. Du bist tot. Viper wurde besiegt. Jetzt dürfte er sich mit uns zusammenschließen. あの金は大戦士カルガラの意志を継ぐ俺たちが鳴らしてこそ意味がある。貴様らに何の関係があるんだ。俺たちは神を名乗る者たちに奪われたこの島を取り戻し、あの金を、シャンドラの火を灯さなきゃならねえ。大戦士カルガラは400年前に村を救った恩人のために黄金の金を鳴らそうとしていた。そうや。 同じ400年前、ある探検家が黄金鏡を見たと嘘をついた。世間は笑ったけれど、彼の子孫たちは彼の言葉を信じて黄金の鐘を鳴らせば世界で黄金鏡を探し続けている彼らは空へと伝えられる。この麦わらの船長さんはそう考えている。素敵な理由じゃない。こんな状況なのに。 そいつのその子孫の名はモンブラン・クリケット。ならば400年前の先祖の名はノーランドか。クソ麦わら、シャンドラの火を灯しに。お前、わかった。行こう。Nice. Sehr schön. Damit haben wir einen neuen Verbündeten. Mit Hilfe deiner Crew kannst du manche Wände und Fallen zerstören. Der erfolgreiche Charakter wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wähle ihn aus und... Oh! Was? Das ist ja cool. Das ist ja super cool, okay. Bam, nice. Das ist eine schöne Mechanik. Das vereint, also erinnert zumindest ein bisschen an den ersten Teil, ne? Bam. Damit kommt man hier sehr viel besser voran. Und wieso lebst du noch? Ist das eine Attacke? Weiß nicht, hat man das nicht gesehen. Ich wollte ausprobieren, ob das auch als Attacke zählt. Bam. Ich zerstöre einfach mal so viele, wie ich hier irgendwie finde, damit wir hier schön viele Abkürzungen haben. Was ist da? Enel. Nein, Enel. Nein. Bro, du wirst nicht sterben, Chopper. Nicht, wenn ich ihn hier schön flankieren kann. So, dass man ihm hier weniger Schaden macht, ist mir schon klar. Aber halt nicht keinen Schaden. Okay, das geht's auch gerade.
Ja, Viper ist natürlich wieder cool. Oh fuck. Oh Gott, der kann eine Art von Konter oder sowas. Solche Ereignisse sollten die eigentlich auch mit auf dem Balken anzeigen. Also damit, dass da ein Strich auf dem Balken ist, wann er dann abhaut oder sowas. Nur so mein Wunsch. Heldenpower. Heißt das, er schießt jetzt ab und zu mit der Bazooka? Macht er, glaube ich, sowieso. Ah, Gegner. Kommt her. Seid ihr alle zu schwach. Nice. Ah, aber es hat noch nicht ganz gereicht. Okay, schießt gar nicht mit seiner Bazooka. Nice. Wer war das? Ach, einer von uns. Okay, von mir aus. So. Und der Kumpel meinte zumindest übrigens, dass das Spiel zumindest am Anfang vor allem die Story ziemlich gut rüberbringt. Ich meine, es fehlt einiges, aber wenn man das nicht kennt, dann kommt einem das auch schon ziemlich cool vor. Bam. So. Nice. Und man hat dann einen Grund, das Anime zu schauen, weil man weiß, da gibt es noch sehr viel mehr. Also, naja, wenn man es von jemandem gesagt bekommt, natürlich. Von sich aus weiß man es dann nicht. Bam. Nice. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Kaputt. Okay. Und hätte mal, was ist mit dem da oben? Heldenpower Ende. Schade. Schade, schade. Versuch? Nein. Nein, Zorro. Du wirst nicht einfach abhauen.俺たちの金は、シャンドラの火はどこに？地図が示していた場所は、確かにここなのに。世界の盗賊どもとシャンディアが手を組んで、何を企んでいるのかと思えば、狙いはそれか。悩み大きいこの世だ。子羊が何を望もうと構わんが、空に根付くこの国そのものが、 土台不自然な存在なのだ。土には土の、人には人の、神には神の帰るべき場所がある。そうだ。全ての人間をこの空から引きずり下ろしてやろう。そんなことをすれば、黄金の金までも失ってしまう。あの金は、あなただって欲しいもののはずよ。心配には及ばん。 すでに金がある場所の目安はついている。このサバイバル、予想より生き残りが多くなったな。神が予想を外すことはできん。さて、誰が消えてくれる？お前が消えろ。不届き。私は神だぞ。 何事も意のままにする。私の思う世界を作るのだ。マックス2億ボルトバーリー。ついにこの箱舟の 究極の機能への回路が開かれた。排出された雷雲はエネルギーを増幅させながらスカイピア全土を闇とともに包み込む。さあ、宴を始めようじゃないか。ママラゴン。Uh-oh. Ich glaube, es wird etwas stürmisch. Wo ist eigentlich Zorro hin?
Nami ist raus? Lissab ist raus. Oh oh. Bambazuka! Nein. Luffy wird Luffy töten. Das ist nicht gut. Aber ich bin ja schon bei Edel, von dem her. Das ist ganz gut. Bedingung durch den Sieger hat sich geändert, okay. Lass ihn einfach nicht angreifen. Das geht ganz gut in diesem Spiel. Nice. Viper, hilf mir mal kurz aus. In unserer Fassung der Geschichte überlebt halt Sanji noch mit, ne? Dafür ist Zoro raus, glaube ich. Und wie sieht's aus? Ich glaube, es war noch nicht das Ende, aber. Nee, ist wahrscheinlich nicht das Ende. Nice. Den haben wir schon mal geschafft. Das sollte die Mama Ragan irgendwie aufhalten. Please. Chopper zieht sich schon mal zurück. Sehr schön, sehr schön. Was? Wo ist er aufgetaucht? Da unten? Okay. Nein. Nicht da durch. Dam, 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 dam. Okidoki. Finde ich irgendwie komisch? Ich meine, es gab ja schon bei der Schneewelt die Mechanik mit den Lapins. Und das hätte man da ja auch schon machen können, theoretisch. Die Mechanik mit dem, man muss einen Verbündeten haben. Ja, ich muss ihn mehrmals besiegen, ne? Natürlich muss ich ihn mehrmals besiegen. Aber ich glaube, ich lasse diesmal Vipers Heldenfähigkeit erstmal ein bisschen wirken. Rückzug für Enel, damit. Dafür Aktivierung der Heldenpower. Das ist auch gut. Okay, wo jetzt hin? Da hoch. Nochmal das Rote. Achso, ne, ist nur Verbündeter. Verfolge Enel, ja. Und wir haben ein Schatzereignis bekommen. Yay. ゆえに俺は神なんだ。エルトール。そうよ。少し考えればわかることだったのよ。ルフィに雷は効かない。ゴムだから。もしかしてルフィはエネルにとって世界でたった一人の天敵。 Nice, schön. Die Erklärung hat mir noch bisher gefehlt. Gut. Also nicht. Also für die Story, nicht jetzt für mich persönlich. Naja, wir sind Sanji. Ein normaler Mensch. Elektrizität macht uns ziemlich viel aus. Lasst uns auf die Arche Maxim gehen. Oh, Thundergott Enel. Okay. Nice. Ob der sich dann auch irgendwie verwandeln kann oder ob das jetzt nur eine. Ich meine, das ist ziemlich cool, dass er das die Form hier hat, weil sicherlich nicht seine normale Form. Ich ja gerade schon gespannt, wie man den dann nachher spielt. Dann machen wir auch mal unseren Kizuna Rush. Nein. Aua. Lasst mich bitte noch ein bisschen was attackieren.
Hat ihn jetzt nicht sonderlich interessiert. Müssen wir halt noch ein paar Special-Attacken raushauen. Das macht ihm nicht wirklich viel. Aber man kann ihn ganz gut von hinten angreifen. Komm an. Ja, und jetzt habe ich ihn. Nice. Das dürfte noch nicht ganz reichen. Nö. Vor allem, weil ich nicht treffe. Jetzt aber. Jetzt treffe ich ihn. Und das ist das Ende. Und es kommt nicht mehr zu uns wieder. Ciao, Luffy. Ochiru, Sorajima to tomo ni. Ejecto! Narase Mugiwara! Shandora no hi wa! Sich an der Wolke festhalten, das geht auch nur in One Piece. Kugel ging gar nicht kaputt. Egal. Der Riesen Luffy Schatten, ja, sehr schön. S, ah, S, verdammt. Mehr Kizuna benutzen müssen, glaube ich, um das noch zu verbessern, aber egal, wir haben viel bekommen. Bam, bam, bam. Very nice. Ja, ja, ja. Passt alles. Nö, noch nicht. Später dann, ne? Je nachdem, welchen Charakter wir in der nächsten Mission nehmen. Was die nächste Mission überhaupt ist. Eldorado war die ganze Zeit im Himmel. Yay, natürlich. Kapitel 3. Die Stadt des Wassers. Okay. Falls ihr... Ja... Ich wollte es nochmal erwähnen. Ich meine, es gab ja den Vorbesteller-Bonus, Davy Backfight und sowas. Das ist alles ein Dreamlock. Nur so am Rande. Ja, egal. Falls euch die Folge gefallen hat,
wie immer liken. Eisberg ist schon am Reden. Sehr schön. Ich glaube, in der nächsten Episode werde ich dann wahrscheinlich wieder mal einen Streamlog machen. Einfach so. Ja. Weil wir schnell genug in Legendenlog voranschreiten. Like-Button drücken, abonnieren. Ciao, Leute. Over and out.